Hallo und herzlich willkommen zum dritten Tutorial dieses C++ Anfängerkurses. In diesem Tutorial geht es um das klassische Hello World Programm. Das habt ihr bereits im letzten Tutorial gesehen. Ich habe es bereits hier im Qt Creator geöffnet. Es ist das gleiche Programm, als wenn ihr im Qt Creator ein neues Projekt erzeugt. Bereits in diesen wenigen Zeilen kann man einiges über die C++ Programmiersprache lernen. Und wenn ihr euch an mein allererstes Tutorial erinnert, hatte ich ja einmal gesagt, dass ich die Do's und Don'ts der C++-Sprache näher bringen will. Und ihr werdet sehen, dass selbst in diesem kleinen Programm sich bereits eine Zeile versteckt, die vielleicht, ja, die ihr vielleicht nicht unbedingt verwenden solltet. Aber dazu später mehr. Beginnen wir in der ersten Zeile dieses Programms: Include IO Stream. Dieser Include-Befehl bedeutet nichts anderes, als dass die Datei, die darauf folgt, hier inkludiert, das heißt eingefügt wird. Das heißt, es wäre nichts anderes, als wenn ihr diese Datei nehmen würdet und einfach per Copy-Paste hier einfügen würdet. Das Verhalten wäre also genau gleich. Da es aber natürlich schöner und übersichtlicher ist, das Ganze einfach nur mit einer Zeile einzubinden, wird das natürlich verwendet. Des Weiteren ist es nun so, dass, falls ihr in dieser Datei etwas ändert, sich das auf alle Programme auswirkt, die das hier inkludiert haben. Das heißt, wenn ihr das hier nur reinkopieren würdet, dann müsst, und ihr hättet das zum Beispiel in fünf Dateien, dann müsstet ihr das in fünf Dateien ändern. Wenn ihr es aber per Include-Befehl macht, dann müsst ihr es nur in einer Datei ändern. Was ist jetzt nun dieses IO-Stream? Dieses IO-Stream ist eine Header-Datei aus der C++ Standardbibliothek. Zunächst möchte ich einmal erklären, was denn eine Bibliothek im Bereich der Programmierung überhaupt ist. Eine Bibliothek stellt Programmteile, also Funktionen und Klassen für den Anwender bereit und ist an sich kein eigenständiges Programm. Das heißt, ihr könnt die einzelnen Klassen bzw. Funktionen aus dieser Bibliothek verwenden. In diesem Beispiel aus dieser IO-Stream-Bibliothek, die zur C++ Standardbibliothek gehört, benutzen wir hier die Funktion cout und endline. Dazu aber später nochmal mehr. Das Besondere an dieser C++ Standardbibliothek ist nun, dass sie vom C++ Standardisierungskomitee festgelegt ist und die grundlegende Programmierbibliothek oder Programmbibliothek der Programmiersprache C++ bildet. Ihr könnt sie auch jederzeit in einem C++-Programm verwenden. Das heißt, euer Compiler, also euer Übersetzer des Programms, weiß genau, wo auf eurem Computer diese Bibliothek liegt und kann sie verwenden. Im Gegensatz zu anderen Bibliotheken, diese müsst ihr nämlich erst einbinden, damit der Compiler weiß, wo er sie findet. Dazu aber später mehr, wenn ich euch erkläre, wie man andere Libraries, also andere Bibliotheken als die C++ Standardbibliothek in einem C++-Programm verwendet. Wir beschränken uns nun zunächst erstmal auf die Standardbibliothek. Ihr könnt jetzt, wenn ihr den Qt-Creator verwendet wie ich, auch einmal in diese Datei hineinschauen, indem ihr einfach Steuerung gedrückt haltet und dann auf diese Datei klickt. Ihr seht hier zunächst einen großen Batzen an Kommentaren, also die zwei Slash oder beziehungsweise Querstriche hier am Anfang bezeichnen, dass hier ein Kommentar folgt. Ein Kommentar wird vom Compiler übersprungen, das heißt, er wird nicht beachtet sozusagen. Das heißt, hier kann man quasi alles reinschreiben im Fließtext, was man hier gerne dem Anwender oder Benutzer mitgeben möchte. In einem späteren Video werde ich nochmal mehr zu den Kommentaren sagen. Hier seht ihr, dass das zum ISO C++ Standard gehört, Standard IO Stream Objects. Alles Weitere hier ist eigentlich nicht so interessant. Was ihr hier allerdings noch findet, ist die cout-Anweisung bzw. Funktion, nicht Anweisung. Und hier steht einfach nur Link to Standard Output. Hier gibt es auch noch weitere Möglichkeiten. Aber das ist jetzt für uns auch erstmal nicht so interessant. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie sieht denn jetzt so eine Datei aus. Und wie eben gesagt, ihr könntet sie jetzt quasi einfach komplett kopieren und hier oben einfügen. Das hat den gleichen Effekt, als wenn ihr sie hier über diesen Include-Befehl einfügt. Springen wir zu Zeile 3. Was sagt denn jetzt diese dritte Zeile? Using Namespace Standard, STD. Jede, oder nicht jede, aber es sollte so sein, dass jede Funktion,
oder jede Klasse, die aus einer Bibliothek entnimmt, einen sogenannten Präfix bekommt, also einen sogenannten Namespace. Dieser Namespace ist für die Standard C++-Bibliothek STD. Das hat den einfachen Grund, dass Funktionen oder es häufig vorkommt, dass Funktionen den gleichen Namen haben. Und durch den Namespace gibt man quasi an, aus welchem Bibliothek oder aus welchem Bereich ich diese Funktion nun entnehmen möchte. Wenn ihr jetzt normalerweise eine Funktion wie die cout-Funktion verwenden möchtet, müsstet ihr nämlich Folgendes schreiben: Standard Doppelpunkt Doppelpunkt cout. Damit sagt ihr dem Compiler, ich benutze aus der Standardbibliothek, also aus diesem Standard Namespace, die cout-Funktion. Ich mache das mal kurz wieder weg. Wie ihr es aber sehen könnt, funktioniert das Ganze auch ohne dieses std Doppelpunkt Doppelpunkt in dem Fall hier. Warum ist das so? Nun, das liegt einfach an dieser Zeile 3. Damit sagt ihr nämlich dem Compiler, wenn du eine Funktion findest und du quasi nicht weißt, wo sie herkommt, dann benutze davor den Namen, den Namespace Standard und dann suche dort die Funktion. Das heißt, der Compiler weiß, okay, die cout-Funktion, wenn er dieses Programm übersetzt, die sehe ich hier nicht, die ist hier nirgendwo definiert, aber er weiß, okay, ich kann diesen Namespace hier verwenden, setzt den quasi davor und sieht dann, aha, okay, das ist die Standard cout-Funktion. Warum das Ganze jetzt nicht ganz unkritisch ist, wenn man das verwendet, das erkläre ich euch am Ende des Tutorials. Kommen wir nun zur Zeile 5. In der Zeile 5 seht ihr das Keyword int, das steht für Integer, das ist ein Datentyp. Über Datentypen reden wir im nächsten Tutorial. Kommen wir nun zum vielleicht wichtigsten Teil eines C++-Programms, nämlich die Main-Funktion. Dieser Aufbau hier, also diese Zeile und diese beiden geschleiften Klammern, zeigen, dass hier eine Funktion definiert wird. In diesem Fall ist das die Main-Funktion und die darf es auch nur einmal in jedem Programm geben, denn das ist der Einstiegspunkt deines oder eures Programmes, also eines C++-Programmes. Der Compiler sucht quasi die Main-Funktion und weiß, aha, da ist der Einstiegspunkt für mein Programm. Wenn ihr jetzt hier oben oder allgemein noch mehr Funktionen definiert habt, dann weiß der Compiler trotzdem, aha, das ist die Main-Funktion, hier fängt quasi das Programm an. Wie eben gesagt, diese Funktion wird durch diese beiden geschweiften Klammern quasi eingeschlossen und alles, was ihr hier quasi zwischen diesen beiden Klammern seht, das gehört zu dieser Funktion. In unserem Fall ist dann das die Zeilen 7 und 8. Kurz zur Zeile 8, bevor ich zur Zeile 7 komme. Die sagt einfach nur Return 0, also Return 0. Und gibt einfach nur an, es gibt den Rückgabewert der Funktion an. Also dieses int ist der Rückgabedatentyp der Funktion. Und wenn ihr in einer Funktion return schreibt, sagt ihr, ich gebe jetzt diesen Wert, der hier steht, zurück. In diesem Fall eine 0. In der Regel ist es so, es ist kein festgeschriebenes Gesetz. Wenn eine Funktion korrekt beendet wird, gebt ihr eine 0 zurück. Zumindest in der Main-Funktion. Also ihr werdet noch viele andere Funktionen kennenlernen, die andere Werte zurückgeben, aber in der Main-Funktion ist es in der Regel so, wenn alles korrekt ausgeführt wurde, wird eine 0 zurückgegeben. Häufig wird dann, wenn jetzt irgendein Fehler aufgetreten ist oder sonstiges, wird dann Return 1, also es wird eine 1 zurückgegeben. Kommen wir nun zur Zeile 7. In der Zeile 7 findet ihr hier cout, das ist quasi ein Ausgabebefehl. Das heißt, ihr möchtet etwas ausgeben. Das stammt aus dieser IO-Stream. Und mit diesen beiden Kleinerzeichen fügt ihr diesem Ausgabestrom oder dieser Ausgabefunktion etwas hinzu, also etwas, das er ausgeben soll. In diesem Fall geben wir Hello World aus, was in diesen beiden Anführungszeichen steht. Und was in diesen Anführungszeichen steht, wird quasi als normaler Text behandelt. Also das sieht ihr nicht als Programmcode. Das ist für ihn Text. Was es genau damit auf sich hat,
Dazu auch später mehr. Für im Moment oder momentan müsst ihr nur wissen, zwischen zwei Anführungszeichen steht normaler Text. Der Qt-Creator markiert das auch schön in dieser, ja, lila Rosenfarbe. Und was wir als nächstes noch hinzufügen wollen, ist ein Endline. Und was Endline einfach nur macht, es beendet die Zeile. Das heißt, es wird quasi, das ist das gleiche, als wenn ihr auf die Enter-Taste drücken würdet. Wenn wir das Programm jetzt einmal ausführen, also kompilieren und ausführen, ich hatte im letzten Tutorial gezeigt, dass man hier unten auf diesem Hammer-Symbol das Programm kompiliert und dann auf diesem, ja, Start-File-Symbol das Ganze ausführt. Ihr könnt aber auch einfach nur hier auf Ausführen drücken. Gut, ihr müsst die Datei zunächst speichern, das habe ich jetzt nicht gemacht. Und dann kompiliert er schon automatisch und gibt es dann aus. Das heißt, wenn ihr das Programm sowieso ausführen wollt, könnt ihr auch einfach hier drauf drücken. Wenn ihr das Programm nur kompilieren wollt und quasi zu so sehen, ob es überhaupt kompiliert, dann hier unten auf diesen Hammer. Und wie ihr seht, gibt das Programm genau das aus, was wir erwarten. Hello World. Wenn ihr euch andere Programme anschaut, dann seht ihr relativ häufig, dass innerhalb dieser Main-Funktion, innerhalb dieser runden Klammern, noch weitere, ja, Befehle stehen, nenne ich sie jetzt einmal. Dazu komme ich auch später. Es ist notwendig für sogenannte Kommandozeilenargumente. Was das genau ist und wie das funktioniert, wie gesagt, dazu später mehr. Und wenn wir zu den Funktionen kommen, werde ich auch weiter erklären, was diese beiden runden Klammern in der Funktion für eine Bedeutung haben. Nun möchte ich noch kurz etwas erklären, was ich beim letzten Mal vergessen habe. Wenn ihr euch an das erste Tutorial erinnert, haben wir Clang Format installiert. Was ich dabei vergessen habe zu erwähnen, ist, dass das C++ oder der C++ Compiler sich an der Formatierung relativ wenig stört. Also wenn hier halt ein paar mehr Leerzeilen sind oder nicht, dann ändert das halt nicht viel. Oder auch wenn ihr mitten in der Zeile hier unterbrecht, dann hat das für den Compiler keinen Einfluss. Das heißt, er würde das Programm trotzdem genauso übersetzen wie vorher. Ich kann das jetzt einmal machen und das Programm übersetzen und er gibt halt trotzdem immer noch Hello World aus und kompiliert es auch. Das heißt, das hat für ihn überhaupt keinen Einfluss. Was für ihn wichtig ist, ist, dass die Zeile mit einem Strichpunkt abgeschlossen wird. Hier und hier. Und auch hier hinter Using Namespace Standard. Bitte beachtet, dass hinter einem Include kein Strichpunkt folgt und auch hinter der Definition einer Funktion hier unten folgt kein Strichpunkt. Das muss man sich halt einfach merken. Nun möchte ich zu dem Punkt am Anfang zurückkommen, nämlich dass hier bereits eine Sache verwendet wird, bei der man ein bisschen vorsichtig sein muss. Also die man nicht unbedingt so übernehmen sollte. Und das ist die Zeile Nummer 3, Using Namespace Standard. Die Sache ist jetzt nämlich jetzt die, wenn ihr mehr als eine Bibliothek verwendet, dann kann es, wie ich bereits eben schon mal gesagt habe, sein, dass Funktionen auch den gleichen Namen haben. Was prinzipiell erstmal kein Problem ist durch die Verwendung eines Namespaces, denn dadurch zeigt man, okay, die Funktion, ich will die Funktion aus dem Namespace verwenden. Wenn ihr dann für die zweite Bibliothek auch ein Using Namespace verwendet, kann es euch passieren, dass ihr eine Funktion benutzt, die in beiden Namespaces definiert ist. Und dann weiß der Compiler nicht, welche Funktion er verwenden soll. Das gibt euch dann nämlich einen Compilerfehler und sollte halt möglichst vermieden werden. Dazu möchte ich jetzt kurz auf zwei Webseiten aufmerksam machen. Die findet ihr hier wieder in dieser README des GitHub-Ordners oder der GitHub-Webseite, die ich wie immer in der Beschreibung verlinkt habe. Und zwar, wenn ihr nach ganz unten schaut, habe ich einmal hier ein paar Links, die in meinen Augen ganz nützlich sind, verlinkt. Zunächst einmal kurz nochmal zur C++ Standardbibliothek. Hier findet ihr unter diesem Link alle Header-Files, also alle Include-Files, die diese C++ Standardbibliothek so bietet. Hier findet ihr auch den IO-Stream. Ich suche ihn einmal kurz. Hier findet ihr zum Beispiel auch den IO-Stream.
Und ja, noch viele weitere, ein paar werde ich in den nächsten Tutorials auch mal verwenden und erklären. Was in meinen Augen noch sehr wichtig ist, als Beispiel nehmen wir einmal, es gibt diese CMath-Bibliothek. Diese ist halt für alle möglichen mathematischen Funktionen. Und es gibt aber auch sogenannte veraltete Header, die stammen noch aus der C-Zeit. Und da gibt es auch einen Header mit math.h. Und das ist quasi die gleiche Bibliothek, also es gibt die gleichen Funktionen, aber für math.h wird nicht dieser Namespace-Standard, den ich eben erklärt habe, verwendet. Das heißt, diese Funktionen sind quasi nicht durch einen Namespace geschützt. Das kann halt, wie gesagt, zu Problemen mit dem Compiler führen, falls eine Funktion zweimal irgendwo deklariert ist. Das heißt, und wie hier oben auch steht, veraltete Header, benutzt nicht die Header mit Punkt H aus der C++ Standardbibliothek, sondern benutzt die äquivalenten Header hier. Das ist auch nochmal hier genau beschrieben, welche das dann sind. In den meisten Fällen oder vielleicht sogar in allen Fällen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht ganz genau, wird einfach das Punkt H hinten weggelassen und es wird einfach nur ein C vorne dran gesetzt. So viel nun zu diesen Headern oder zu den Standard-Library-Headern. Das habe ich eben vergessen. Kommen wir nun zu den beiden Links, die ich eigentlich meinte, und das ist der Google C++ Style Guide und die ISO CPP-Webseite. Google C++ Style Guide, wie der Name schon sagt, kommt von Google, ist so ein Style Guide für C++ mit so Do's und Don'ts, die man halt machen sollte oder auch nicht. Und ein Punkt davon ist halt auch eben dieses Using Namespace. Wenn man das hier jetzt einmal suchen, da noch nicht, erst an der nächsten Stelle, genau, dann steht hier auch, dass man nicht diese Using Directive, also dieses Using Keyword mit verwenden soll, sodass alle Namen eines Namespaces verfügbar sind. Also hier sagt auch der Google C++ Style Guide ganz klar, das sollte man nicht verwenden. Wir haben uns jetzt das Äquivalente bei der Standard C++, also von denen die C++ Standardbibliothek kommt, anschauen, gibt es diese Core Guidelines. Auch das sind quasi Do's and Don'ts in der C++ Programmierung. Wenn wir uns jetzt einmal ansehen, was die dazu sagen, ich suche wieder das Using Namespace, dann werden wir sehen, die C++ oder die Leute von der C++ Standardbibliothek sagen halt auch, man soll das halt, wenn überhaupt, nur in kleinem Rahmen verwenden. Und zum Beispiel sollte man nur Using Namespace Standard verwenden und auch nur dann, wenn man keine andere Bibliothek einbindet. Und wenn man aber schon ja, zwei oder drei Bibliotheken verwendet, dann sollte man das besser sein lassen, weil es halt zu diesen Problemen kommen kann. Wie gesagt, sie sagen halt, wenn man jetzt nur eine verwendet, dann ist das kein Problem, weil dann kann es ja halt nicht zu diesen Problemen führen, weil man zwei Funktionen hat, die in zwei verschiedenen Bibliotheken den gleichen Namen haben. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass man sich von Anfang an angewöhnen sollte, dieses Using Namespace einfach nicht zu verwenden, weil es, wie gesagt, sobald man in größere Programme kommt, sowieso nicht mehr verwendet werden kann und man sich damit direkt angewöhnt, es nicht zu benutzen und auch direkt angewöhnt, quasi zu sagen, woher kommt die Funktion. Also das auch direkt sich quasi selber beizubringen, woher kommt jetzt diese Funktion, und dann schreibe ich das halt dabei und damit ist das halt gut. Es gibt jetzt prinzipiell zwei Möglichkeiten, wenn ihr quasi diese Zeile löscht, wie ihr diese Funktionen halt trotzdem verwenden könnt. Wie ihr seht, sagt Qt-Creator direkt, ich kenne diese Funktion nicht. Es gibt die erste Möglichkeit ist, die habe ich eben bereits gezeigt, dieses Standard Doppelpunkt Doppelpunkt davor setzen. Dann weiß der Compiler wieder, wo diese Funktion herkommt. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, die ist dieser Using Namespace Variante relativ ähnlich. Und zwar sagt ihr dann Using Standard Doppelpunkt Doppelpunkt Endline. Das heißt, ihr greift jetzt nicht auf den gesamten Namespace Standard zu, also ihr sagt nicht,
dass ihr den gesamten Namespace-Standard verwendet, sondern ihr verwendet nur dieses aus dem Namespace-Standard, die Endline-Funktion. Dann weiß der Compiler auch, okay, wenn ich jetzt irgendwo Endline sehe, dann stammt das aus der Standard, also Standard-Bibliothek. Und deshalb erkennt er es hier jetzt auch wieder. Wenn wir es jetzt kompilieren und ausführen, dann funktioniert es auch schon wieder. Das sind die beiden Möglichkeiten, wie ihr Using Namespace im Allgemeinen vermeiden könnt. Das führt uns auch schon zu unserer nächsten Übung, und zwar die Übung 3. Die habe ich wie immer im GitHub hochgeladen. Und worum es da geht, ich habe euch ein etwas größeres Programm hier hingeschrieben mit ein paar Zeilen mehr, auch mit ein paar Sachen, die ihr vielleicht noch nicht kennt, und habe halt hier auch und verwende halt auch hier den Using Namespace Standard. Und hier sollt ihr halt auch die Zeile Nummer 4 löschen, also dieses Using Namespace Standard, und dann halt entweder mit dem Verweis auf die Standard Library oder halt mit diesem Using Keyword, wie ich es eben gezeigt habe, die Funktion quasi wieder für den Compiler sichtbar machen, also den Compiler quasi sagen, wo diese Funktionen herkommen. Die Aufgabe ist dann halt gelöst, wenn das Programm wieder kompiliert, wenn die Zeile 4 gelöscht wurde. Das war es dann auch für dieses Tutorial. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.